War eher ein Weg, der von Zufällen bestimmt war, mein Weg in die Wissenschaft. Wir hier als Gründerin oder als Entwicklerin in den neuen Bundesländern haben schon das Gefühl, dass hier eine andere Atmosphäre herrscht. Bei mir sind also 3 Frauen und 3 Männer gleichberechtigt und ich als Frau stehe an der Spitze. Wir beide hier sind Chemikerinnen, die sich mit einem sehr interessanten Gebiet der Bioorganik beschäftigen. Wir bringen Bakterien dazu, für uns ein Nanobiomaterial herzustellen und das haben wir quasi vom Laborkölbchen jetzt bis in einen industriellen Prozess entwickelt. Wir können eigentlich nicht verstehen, warum Wissenschaft nicht attraktiv ist für Frauen. Und wir sind auch der Meinung, mit Leistung kann man überzeugen. Kann man überzeugen, genau. Ja. Also wir haben festgestellt in unserem Frauenteam, dass wir einfach ein bisschen belastbarer, zuverlässiger und vielleicht auch noch ein bisschen fleißiger sind. Wissenschaft generell ist ja, um was Neues entwickeln zu können, dass man erstmal eine Idee hat, diese dann versucht auch umzusetzen. Das ist das Faszinierende an der Wissenschaft. Wir wollten unsere Idee noch in der Praxis sehen. Das war für uns beide sehr wichtig und das war auch unsere Motivation, da quasi die weiterzuführen. Und nicht quasi mit der Entwicklung an der Universität aufzuhören. In Jena, in Thüringen, haben wir das Gefühl, wir werden getragen von einer Welle anderer Start-ups, die auch genauso begeistert dabei sind wie wir. Einfach mal probieren und dann wird man schon sehen, dass das Spaß macht. Ich arbeite als Professorin für Umwelttechnik und Thermodynamik an der Fachhochschule Nordhausen im Studiengang Umwelt- und Recyclingtechnik. Ja, ich habe die dankbare Aufgabe, als Studiendekanin diesen Studiengang auch zu leiten. Das ganz Besondere an meiner Arbeit ist, junge Menschen zu motivieren, zu begeistern, auch für ein technisches Fach. Ich weiß, dass das oftmals nicht ganz einfach ist, auch besonders für Mädchen. Aber genau hier ist mein besonderes Engagement, Mädchen auch zu aktivieren und zu begeistern für so einen technischen Studiengang. Wissenschaftlerin zu sein ist ein Traumjob, denn tagtäglich warten neue Herausforderungen. Es gibt ganz viele Probleme, die noch zu lösen sind. Und das weltweit. Wir haben ja sehr viele Gäste auch aus den alten Bundesländern, sehr viele Kollegen von anderen Hochschulen, Universitäten und dürfen immer feststellen, dass wir doch, was die Ausstattung insbesondere betrifft, wir doch in Thüringen sehr, sehr gut dastehen. Und wir werden sehr oft von den Kollegen aus den alten Ländern beneidet um unsere tollen Möglichkeiten, die wir hier haben. Also ich bin hier an der Universität Erfurt, Juniorprofessorin für International Conflict Management, ganz speziell an der Willy Brandt School of Public Policy. Die bietet einen internationalen Masterstudiengang an. Ich denke, Thüringen, wie vielleicht einige der anderen ostdeutschen Länder auch, hat einige Vorteile. Also gerade hier in Erfurt tätig zu sein, bringt es mit sich, dass man halt in der kleinen sozialen Kontexten arbeitet, in kleinen regionalen, geografischen Kontexten arbeitet, was kurze Wege macht. Gerade für Frauen bringt es ein spezielles Setting mit, weil es in der Kinderbetreuung viel fortschrittlicher ist. Oh ja, ich brenne eigentlich im Moment für meinen Beruf, auch wenn er gerade alle Kapazitäten raubt, aber er gibt mir einfach sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Ich habe Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Kombination Studentenarbeit, viel Interaktion mit Menschen und was weitergeben, aber auch für sich selbst so ein bisschen in Ruhe über ein Thema grübeln können, über ein Thema sitzen können, verbunden mit eben dieser Flexibilität im Job. Ich glaube, das ist das, was mir gerade sehr gefällt.